Hallo und da sind wir wieder zu einer weiteren Folge von American McGee's. Folge 9 und wir haben wieder Spaß und Spannung. Wir haben mit dem König uns angelegt und ich würde mal sagen, wir hüpfen einfach mal durch dieses Portal. Checkmate in Red ist die nächste Folge. Ja, was haben wir gerade letztens erlebt gehabt? Ja, wir sind durch dieses schöne Looking Glassland im Pale Realm und in Castling angekommen. Haben festgestellt gehabt, dass es ein tolles Schachspiel wird. Jetzt dringen wir in die rote Basis ein. Also das heißt, die rote Flut taucht auf. Ne? Mädchen mit Tage sollten da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, ne? Weil diese Gegner könnten vielleicht auch etwas zickig werden. Ich weiß schon, ich mache mich gerade bei der Frauenwelt wieder beliebt. Ja. Ui. Das gefällt mir ja glatt. Oh. Farbenfroh. Warum darf ich nicht für Rot kämpfen? Das finde ich jetzt nicht gerechtfertigt. Das ist viel schöner. Nein, jetzt mal ohne Witz, warum darf ich nicht fürs Rote Königreich kämpfen? Sogar das Wasser schaut toll aus. Es ist nicht schwarz-weiß, nein, es schaut einfach rot aus. Verzeiht, während des Let's Plays ist ein bisschen vielleicht nicht vorteilhaft. Rotes Wasser, selbst das Wasser ist rot. Mann, ich find's toll hier. Mann, und jetzt muss ich die bekämpfen. Nö. Nö, Wache. Nö. Ich... Nee. Das sind Bedingungen. Ich find's aber recht lustig, ne? Das Rote Königreich greift einen an, ne? Kriegt das so Ui. Ja, kriegt ein Bauer nach dem anderen. Was haben wir? Ich krieg da erstmal nichts. Ich darf mich da schön alleine durchackern. Ui, und ein Unterwasserabenteuer, ne? Wir werden jetzt ein bisschen nach oben klettern. Am besten erwartet mich hier jetzt gleich. Ich hätte es nicht erwähnen sollen. Ich hätte es echt nicht erwähnen sollen. Ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt gleich einen Priester begrüßen. Was kommt danach, nachdem ich auch rumlaufe? Natürlich ein Priester. Das war jetzt echt schon prophezeit. Ungewolltes Timing erwischt. Nach neuen Gegenstand aus. Ah, oder? Das ist eine schöne Uhr. Ach, und die geht so genau. Jetzt will ich aber schon mal wissen, ob dann die Wohnung jetzt anders ausschaut. Oh, ein Schafott. Autsch. Das ist diabolisch. Kam ich gerade aus der Ecke? Ja, aus dem Raum kamen wir raus. Jetzt einfach mal diese Würfel noch mal nehmen, weil sie schauen vom Symbol anders aus. Jetzt will ich auch wissen, ob sie dementsprechend nützlich wurden.
Also, ich glaube, das war jetzt ein hoher Dämon. Der Würfel, der gefällt mir. Oh shit! Also ich glaube nichts. Autsch! Fuyu! Das heißt, noch einmal sich da durchackern. Alter, Turm OP, sage ich dazu. Damn it. Ansturm OP, sage ich dazu. Aber wollte ich doch nur mal die tollen Würfel austesten. Ich finde das nicht fair. Also die Türme bewiesen sich also wirklich als asoziale Gegner. Ich dachte schon immer, die Priester sind scheiße, ne? Aber da beweisen die Türme ja noch ein asozialeres Verhalten. Im Blutwasser zu schwimmen und... Ich glaube, ich sollte öfter mal diese Würfelspiele spielen und am besten rechtzeitig werfen, bevor ich da Probleme mit dem Priester da bekomme. Ich gebe auch zu, es war ein bicschen mein Fehler. Ich hätte Quicksave sollen. Dann hätten wir vielleicht nur diese Strapazen gespart. Aber tatsächlich, jedes Mal, wenn wir die nutzen... Jetzt gönne ich mir mal kurz einen Quicksave. Weil drei Würfel, die sind echt stark. Also, muss man sagen. Die Szene können wir uns sparen. Also teilweise möchten diese Würfel funktionieren, aber auch irgendwie nicht. Das sind so richtige Trollwürfel. Aua. Toll, eigentlich habe ich einen Dämon beschworen. Ich.
da wir nicht wissen, was da passieren wird. Also wir wissen jetzt, was kommt. Also diesmal lasse ich mich nicht nochmal von dem verarschen. Und diesen Moment, ja, dass ich gegen zwei Türme gekämpft habe, werde ich jetzt mal abspeichern. Weil das muss nicht sein, dass ich das nochmal in die Fail-Compilation mit reinziehe. Ach, das ist so geil. Dieser Ort, der ist so super. Warum darf ich nicht für die Fraktion kämpfen? Ich kämpfe gerne gegen weiße Türme. Weiß ist so keine Farbe. Hä? Zugbrücke sagt nie was Gutes. Ich glaube mal, das ist unser Kampfschafott hier, ne? Na, wie hätte es nicht anders sein sollen? Die Zugbrücke wird hochgezogen. Okay, der König kommt. Aua. Ah, der König kämpft aber gut. Ich bin ja froh, dass die Heilung am Rand getroffen wird. Sofern man immer trifft, ist es eigentlich alles in Rahmen. Immer schön brav in Bewegung bleiben und die Heilung sammeln. Aha. Was soll das jetzt gewesen sein? Uah. Drogen? Mirror Image. Ich glaube, das war der König Wach, kein Boss, sondern er war eigentlich so ein Zwischending. Aber weil mir jetzt den König besiegt habe, ist er jetzt schachmatt. Aber interessant, wir haben die Königin köpfen lassen. Und was bekommen wir? Ja. Einen Pawn, den wir hingestellt haben, und haben wieder eine Königin. Interessant. Jetzt stellt sich der Pawn als was sehr Nützliches. Also dieser Pale. Fragen über Fragen, aber nirgendwo gibt's eine Antwort. Wie das jetzt so weiterläuft, das bleibt ein Rätsel. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch kommt. Ich glaube, es wird ein weiterer Bossfight. Gott, ist der Typ hässlich. Look straight ahead, or askance, whichever way you choose, you must always look in the right direction.
Ja. Also, wir sind etwas quirlig angekommen. Warte mal, ich lasse sie mal vorbeirennen. Anscheinend stört es denen nicht, was sie da tun. Ich würde mal sagen, hier wäre das der ideale Zeitpunkt für ein... Ach, obwohl, ich stelle mich jetzt auf dieses Bild drauf. Störe ich die beiden Läufer nicht mehr. Ich irritiere mich dann auch nicht mehr. Wäre es hier der ideale Zeitpunkt für ein Break? Und wie es dann weitergeht, erfahrt ihr wieder... Ja, wie hätte es nicht anders sein können in der nächsten Folge. Also bis dahin, auf Wiedersehen.